Hallo, hallo. Schönen Tag. Ja, weiter mit Thema Blumen, Blümchen, ne? Da sind ja die Kleinen. Habe ich ja gestern noch einige zusammengeklebt. Habe sie doch Ton in Ton erstmal gemacht. Mal schauen. Und dann kommen später noch Perlen in die Mitte. Glaube, die werden sich besser reinkleben. Habe ich so mir das jetzt noch überlegt, das ist besser dann. Weil Halbperle, die der abgeschnittene gerade Boden, ne, das tut sich schlecht. Und Perlen hat man ja, ne, und da gibt es einen Weg, wo man die auch noch nutzt. Groß, klein. Ja, und jetzt guckt mal die Größen, ne, wie groß solche sind. Das ist ja dieses Set. Die gab es ja auch bei Action mal, aber ich habe sie da nicht bekommen. Das gar nicht. Bei uns ist ja so. Ne? Wie ist es bei Action? Einige Filialen bekommen das, die anderen bekommen das andere. Klar, gut, wenn es mal beides, das und das kommt, aber ne. Ich hatte sie nicht bekommen und deswegen habe ich die bei Teddy auch. War so ein Glücksfall bekommen, ne? Und ja, ne, diese kommen dahin. Und deswegen, ja, wollte ich mal auch die ausprobieren. Jetzt aber. Ja, so eine Form sind lauter Blütenblätter, ne? Auch hier, da ist so ein Foto noch dazu, dass man auch, weil die erste Ausstand, so hatte ich gemacht, als die alle ineinander waren, ne? Und da sind ja lauter Rahmen rausgekommen. Und dann habe ich, naja, okay, habe ich es dann auch gelassen, dachte, ja, kann man ja vielleicht auch noch machen. Eben dieses Set. Und habe wieder diese Bögen von gestern, was ich schon gestanzt hatte mit den Stanzer, habe ich dann weiter ausgestanzt. Auch dreifach dieses dünne Papier genommen, ne? Und da habe ich dann gleich in einem drei Blütenblätter, ne? Und ja, diese Farbe eine. Und auch diese noch genommen. So. Und dann ja, stanzt sich aus einem drei. Ne? Finde ich gut. Die Grammatur ist ja dünn, aber doch, es geht. Hält auch ihre Form. Da bei den Blümchen, ne, kann man es ja sehen. Hatte ich auch getestet deswegen. Und bei großen, ja, glaube, wird auch gut funktionieren, weil bei Alben basteln, vielleicht Schachteln oder Explosion Boxen, Grußkarten, ne, müssen die Blumen nicht so peppig und volumig sein, ne? Hier, und wenn sie auch so ein bisschen angetatscht, angedrückt werden, ne, ist auch nicht schlimm. So, und ja, guckt mal, dann ist es so, hat man eine Ausstanzung und ja, ich finde, die sind okay. Ja, so die, dann die nächste Größe, ne, und da kann man die alle, sind so wie zusammengepresst, aber ja, lassen sich gut öffnen. Da hatte ich, an die Grenze bin ich richtig gegangen. So, dann war noch die nächste Größe. Das ist die gleiche. Sind die. Dann habe ich noch eine andere Form. Und dann noch ein kleines. Und diese Farbe auch noch. Und hier, ja, wie gesagt, da hatte ich den ersten Abdruck einfach so
in ganzem, wie es so war, gebundene Standschablonen aufgelegt gehabt und sind Rahmen, kann man auch dann nutzen, nur die Mittelteile sind dann eben, ja, auch sowas noch ist entstanden, ne? Ja, gut, okay, auf die Farbe, so. Ja, das heißt schon, die Papiere habe ich ja drei zusammen auf einmal, ne, ausgestanzt. Und das heißt auch die dicke Papiere werden sich gut ausstanzen lassen. Naja, wie sie sich dann prägen lassen, das ist die andere Sache dann noch. Und ja, okay. Ja, und jetzt weiter zu dem Prägen. Ja, die liebe Helene hat mich gefragt, was für Matte ich nehme. Das ist ja diese Prickelmatte, heißt die noch, Moosgummimatte, so eine feste. Wird extra, kann man die kaufen bei Bastelbedarf und so weiter, eventuell im Online-Shops oder so. Ich habe ja schon länger die blaue, guckt, gab eine Zeit, ja, einiges geprickelt. Aber doch, die hält noch ihre Form, deswegen dachte ich, nö, lasse ich noch, kann sie noch weiter noch dienen, eventuell. Und da habe ich noch eine weitere, ist auch, hatte ich, ne, noch geprickelt letztens, ich habe so ein Video-Prickel, Technik, ne? Und da hatte ich diese geprickelt. So ein Prickelleuchte hatte ich gemacht, ne? So ein kleines Teelicht. Ja, und damit ist so eine auch ähnlich, ne? Sind eben solche dicken, so ein Fingerdick Matte ungefähr. Und ja, die sind stabil und sind auch nicht teuer. Eben damit, ne? Das als Unterlage. Wenn man dann prägen möchte, dann nimmt man eben die Blütenblätter, ne, und dann fängt man an. So, den Rand schön. Auch die 3D-Motive, ne, mache ich auch so mit solchen Tools, mit solchen Prägestiften, ne, kann man die dann auch die den Rand schön wellig machen, ich meine wölben oder, und dann nehme ich die Mitte und dann kommt das, bekommt das so ein, ne, so, so eine Form, das ist so ein bisschen diese Blatt, Blütenblatt, ne, das ist so ein bisschen die, den Rand Rand so ein bisschen gewölbt ist, ne, und die Mitte dann hinein eben gewölbt, dann hat man so, ein, so eine Form, die wird dann die nächste. Ich glaube, ich nehme 6 Stück und dann kann ich die, und dann kommt sie wieder so hin. Weil mit denen da habe ich noch nicht gesehen, dass wer noch so richtig damit was schon gemacht hat. Das sind ja die großen. Und da geht man dann in die Mitte rein, dass man da so ein bisschen eine Tiefe schafft. So eine Delle, ne? Und dann kann man die dann aneinander setzen und dann haben sie so eine Form schon, ne? Guck mal dann wegen den diese Wölbung noch. Zeig's mal. So, ne? Hat man dann so ein bisschen
Tiefe und Höhe, ne? Ja, und so werden die 6 Stück, würde ich sagen. Ich schau mal. So, und ich würde sagen, der nächste Schritt ist auch noch hier der Boden, ne? Dass man den so ein bisschen, und dann, wenn man anklebt, ne? Dann hat man, steht es ein bisschen ab. Da diese Delle. So, einfach da. So, und dann, ne, stehen die so ein bisschen. Wenn man die anklebt, haben sie so diese vorgegebene Stand, ne, so Stütze. So. Ja, und dann würde ich sagen, ich mache dann 3. Und dann noch 3. So. Wenn ich sie dann festklebe, ne, dann werden die so mit fixiert, dass die dann in der Mitte so zusammenkommen. Ne? Ist auch so möglich, ne? Und guck mal. Wow, ne? Ja. Tada! Da passt so ein riesiger Klunker, ne? So ein Schmuckstein aus diesen Tütchen, ne? Was ich da letztens aus dem Action mal mitgebracht hatte. Und der ist ja groß. Guck mal. Ja, da verliert sich in so eine große Blüte. Aber könnte zu der nächsten passen, ne? So. Ja, und ich habe sie so erstmal so einfach so aufgelegt. Ich zeig mal. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe hier so eine Pappe, so eine weiße drunter, das Form hält. Und das die Blüte, ne, die Blume, die ist, hat ja echt schön so eine 3D-Form, so eine erhabene Form. Ja, das ist schon eine Variante, ne? Man könnte auch diese, sind ja auch Blütenstäbe, wie heißen die? Staubstäbe. Könnte man auch noch so drunter stecken. Zu jedem Blütenblatt. Und wäre auch schön, ne? Ich wollte nicht erstmal das alles hier zerstören, aber ja doch, ne? Die kann man ja bisschen wellen, prägen auch, und dann oder andere Farbe, diese Farbe so, könnte auch schwarz sein, ne? Warte mal, ich habe ja auch diese noch. Mach mal vorsichtig, dass ich die, wäre auch so ein Weg, länger, kürzer, rein. Mit einbinden, ne? Warum noch nicht? Hier auch. Da komme ich. Ach Mensch. Da vielleicht. Ist ja nur so provisorisch, ne? Aber auch Möglichkeiten, ne? Auch ohne, echt hübsch, ne? So eine Deko. Sogar eine Brosche. Oder zum Haarreifen, auf einen Haarreifen drauf machen, ne? Und es ist echt interessant. Und ich habe sie einfach so wie so ein so in einer Fächerform so ineinander, ne? Einfach gesteckt. Und da kann man die fixieren und dann einzeln dann ankleben, ne? Dann ja, haben sie erstmal den Halt und dann kann man weiter damit arbeiten. Oder man klebt sie gleich auf was drauf. Und, aber so ist es sicherer, dass man die Form, ne, so schon fixieren kann. Dafür. So, mal gucken.
manchmal vorsichtig, aber ich glaube, der geht noch. Oder? Ist noch nicht zu weit. So. Oder 3 und 3 dann am Zusammensetzen auch, ne? Aber soll ja dann auch am Ende dann alles schön treffen, ne? Ja, so. So. Na komm. Dieses, wisst ihr, das war schon ein bisschen falsch, muss ich tiefer reingehen, oder? Ja, das und das noch. Jawohl, das muss auch den richtigen Winkel, ne, auch haben. So würde ich sagen. Na, was denkt ihr? Ich glaube, könnte sein. Du kommst dran. Und du noch. Ja, ihr kennt ja, ich mache immer Experimente sofort auf Kamera. Klar, man überlegt erstmal, aber doch. Ja, und so, ne, guck, hat man so diese Fächerform. Ja, das ist so ein erstmal Prototypen, hatte ich da Rand irgendwo getroffen wohl. Diese Standpunkte, wo was schon war, ne? Aber ja, okay. Obwohl man kann dann auch noch, wenn man es möchte, noch ein bisschen nachjustieren, ne? Diese Delle da, oder wie heißt diese Welle, nochmal betonen. Und auch da schön mal diese. Ja, guck, es hebt sich richtig. Man, es ist wie so eine Zauberei. Ja, und dann, ja, kommt der Stein rein. Ich finde, es echt klasse, ne? So was. Naja, hier habe ich so eine Stelle. Ich wollte sie ja abdecken, aber ich habe es eben. Kann was grün oder so, kann man ja dann kaschieren. Genau, so ein Teil, ne? Echt schön. Ja, und wie gesagt, diese Staubstäbe, ne? Die kann man dann auch Ton in Ton rein oder vielleicht auch ein Glitzer drauf tun. Ein paar Glitzersteinchen. Stimmt, Leute. Die kann man ja auch gleich ähnliche Steinchen erstmal aufkleben, ne? Auf die. Aber ich würde sagen, diese, ne, die echten, ja, die kreative Staubblätter, ne, heißen die auch. Gab es mal bei Action, ne? Wann war das? 2 Jahre her, oder? Hatte ich damals mich echt gut damit abgedeckt. War ja so ganz günstig und da könnte ich auch die passenden mal schauen. Also, diese wären, ich glaube, ne, die oder die dunklen, das kommt drauf an, ne? Ja, da hatte ich ja auch einige, ne, solche schöne, ne. War so günstig, glaube ich, ne? Was war das? 99 Cent oder
Die ganze Pack, eine Menge. So, ja, ich glaube, oder die dunkle. Ich werde es mal probieren. Drauflegen, wie es besser ist. Mit die helle nicht. Ich glaube, ja, ich glaube auch die würden auch sich gut machen. Wenn man die so mittig einknickt und dann hineinkriegt. Kommt auf den Stein an, ne, glaube. Aber der ist so, so ja, ich würde sagen, echt nicht schlecht. So eine Mischung Farbe, hat so über, so ein Überlauf, ne, so. So. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, so, so eine große Blüte zu kaufen, die hat schon echt dann seinen Preis, ne? Und so kann man sie selber gestalten, wie man das gerade möchte. Naja, muss man dann festkleben. Aber hey, diese Staubblätter, die machen auch schon was aus. Und obwohl, man kann auch die dann anfärben, ne? Das ist ja auch kein Problem. Ja, ich glaube, ja, dann braucht man gar nicht durchschneiden. Man könnte auch durchschneiden, ne? Und eben hier einen reinmachen, aber auch so, ne? Sieht echt, echt cool aus. Ach ja, so, ich wollte mal diesen noch ein bisschen stärker fixieren. Ja, ne? Ist doch echt cool. Oder die andere Farbe. Warte mal, auf dieser, ne? Die ist ja auch so ähnlich. So ein, naja, die Qualität. Aber egal. Was die gekostet haben, da braucht man nicht meckern. Kann ich dann abschneiden noch. Aber trotzdem, ne, so ein bisschen fixieren, dass die ihre Form halten. Ja, das ist auch schön, die Farbe, ne? Mit diesem, kann man hier ein bisschen so, drehe ich so ein bisschen in sich, dass der bleibt zusammen. Da möchte ich noch zeigen, dass das auch mit den großen Blümchen, Blumen, Blüten, ne, auch genug zu tun man hat, ne? Auch die kleinen, klar, da ist, diese Formate sind ja dann schon anders, aber trotzdem, ne, man man braucht manchmal das und das, ne, beides, aber ja, ist viel Arbeit, ne? Ja, es muss ja auch Spaß machen, dann kann man auch was Schönes dann auch werkeln, ne? So, weil die sind nicht ganz gefärbt, guck mal, bis zu der Stelle soll man es wahrscheinlich dann reinstecken, in diese hinein, unter den Steinchen. Ja, ist auch schön, ne? So, okay, so, ihr Lieben, ich glaube, erster Versuch, ja, ist gar nicht so schlecht geworden, ne? Ich komme ein bisschen näher, ne? Und da, ja, wenn man den Stein schon einklebt und dann wird er fester sitzen,
Ja, so ein bisschen seitlich. Und auch Steine. Man hat ja die großen, ne? Wie gesagt, klar, man hat. Und das würde schon eine Explosion Box echt schmücken, ne? Absolut für sich. So eine Hochzeitsbox oder ein Album, ne? Und daneben noch ein Rahmen. Oder wir haben ja auch solche verschiedene so Kreisstanzen, Rahmenstanzen und da kann man alles, ne, noch damit noch verschönern, ne? Oh ja, guck mal, ein Teil erst gemacht, ne? Ja. Okay, so. Das war's dann erstmal dazu. Danke fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und tschüssi.